Stimmt, es gibt auch Epic- und GOG-Spiele. Hat Versus 6. Vergesse ich immer. Oh, wilde Pokémon hier drin. Damit habe ich nicht gerechnet. Ein Shadrago. Ein Drache. Wir könnten uns auch einen Drachen ins Team holen. Mal gucken. Wenn der jetzt Erdbeben hat, kotze ich. Dragonclaw. Und er sieht schon sehr physisch aus. Warum eigentlich wieder dieses bezahnte Design? Oh, wow. Das ist... Das war kein Crit. Holy. Ja, die Desktop-App von Twitch gibt es nicht mehr. Die war auch... Es gab zwei, drei Features, die ausschließlich dort funktioniert haben. Dafür hat man sich die mal zum Angucken geholt. Aber es wurde auch dann komplett von allen Streamern gedroppt. Und man hat die Features einfach nicht mehr benutzt, sondern dann irgendwie das Third-Party-Zeug genommen, weil es irgendwie doch einfacher war. Weil du jeden genötigt hast, du musst dir die App laden, damit du an irgendwelchen Special Giveaways teilnehmen kannst. Oh nein, das haben wir bekommen. Und ja, nee. Ganz selten nochmal Steam, glaube ich. Aber hier Epic GOG. EA hat keinen Launcher mehr. Origin, glaube ich, gibt es nicht mehr. Zumindest wollten sie es einstellen. Bin mir nicht mehr sicher. Shadrago, das Höhle-Pokémon. Nicht mal Höhlen-Pokémon, sondern nur Höhle-Pokémon. 1,60 Meter, nun kleiner als ich. 139 Kilo. Ja, Drache halt. Es jagt durch enge Höhlengänge und spießt seine Gegner mit spitzen Klauen auf. Okay, seine Kopfhaut ist fester als Stein. Das ganze Rote, oder? Dann auch die Scales seitlich? Origins ist tot, yippie! Soweit ich weiß schon. Zumindest hatte EA gesagt, oder war es Uplay? Einer der beiden ist tot. Vielleicht beide, ich weiß es nicht mehr. Das kann Business Insider Feathers uns bestimmt genau sagen. Genau wie Uplay, nur ein Rebranding. Achso, das EA, den gibt's schon. Das heißt, das ist irgendwas mit EA. Ach so. Nee, Uplay ist doch... Also eins ist auf jeden Fall ganz tot oder soll ganz tot werden. Wahrscheinlich mit so einer Übergangszeit eben. Ich kann hier nicht angeln, ne? Ist zu hoch. Ein Golbit. Geist, noch was. Gestein, Stahl? Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass es ein, Geil. Oh, das. Nee, du bist auf dem Boden, das ist kein Schwebe. Im Leben nicht. Uplay heißt jetzt Ubisoft Connect. Ist das nicht nur das Login-Zeug? War bei. Was? Child of Light, glaube ich, war das so genervt, dass. Ich hab's mir auf Steam geholt und dann musstest du trotzdem mit, deinem Uplay-Account dich anmelden, damit du spielen kannst. Excuse me, what? Einfach nur komplett dämlich. Oh, super. Heading mit Advance Wars. Hallo, Lance. Ja, ich habe in zwei Sessions die Kampagne durchgespielt. Ich werde es morgen nochmal spielen. Mal Spoiler. Morgen gibt es nochmal Advance Wars. Weil ich habe euch ja... Lance, hör mal kurz weg. Ich habe euch ja erzählt, es gibt... wenn du es richtig machst im Originalspiel... die Special-Mission nach der finalen Mission. Und die gibt's da anscheinend auch, aber erst, wenn du alle optionalen Alternativrouten gemacht hast. Also wenn du auf 97% bist, schaltest du dann Mission 25 frei, Andy gegen Eagle. Und die würde ich ganz gerne spielen eigentlich, weil dann hätte ich die Kampagne auf 100% und danach würde ich dann mit Avengers 2 starten. So. Ich hoffe, Lance versteht das Winken, dass er wieder zuhören darf. Golbit, das Urgolem-Pokémon. Bodengeist, 1 Meter. Du bist doch gar nicht mal so groß, aber 92 Kilo. Aber Boden, okay. Kann ich wieder? Ja. Man nimmt an, dass es ein Produkt der verblüffenden wissenschaftlichen Künste einer uralten Zivilisation sei. Ach, guck an. Uralte Zivilisation. Wir haben den Turm, der seit Ewigkeiten steht, noch bevor es die Region an sich gab. Und hier wird von einer uralten Zivilisation gesprochen. Also komm.
ein Legends Unova würde sich doch wunderbar anbieten. Ich hätte gehofft, dass du das Winken, als du kannst, wieder verstehst. Oh, ich bin ein Idiot. Ich hätte doch hier den Spoiler-Button. Den ich einblenden kann. Ja, ich benutze den so selten, dass ich ihn immer vergesse. Habe ich. Okay, wunderbar. Hast du verstanden. Also komm, Unova wäre doch dann wirklich fast prädestiniert, oder? Wobei, Urzeit. Warte mal. Unova basiert ja auf den USA. Uralte Zivilisation wären doch dann amerikanische Ureinwohner. Man sagt ja nicht mehr Indianer, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Man sagt ja nur noch amerikanische Ureinwohner. Die hatten jetzt aber, glaube ich, mit Golems nicht so viel zu tun. Eventuell die südlich gelegeneren Inkas oder Mayas? Sind die bis nach Nordamerika vorgedrungen? Oder waren die ausschließlich in Südamerika? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, die gab's. Und die haben diese Aztekenpyramiden da gebaut, die man nicht betreten darf, wo da jetzt vor ein paar Monaten die Frau verhaftet wurde, weil sie hochgeklettert ist und da getanzt hat und sich gefilmt hat für Instagram. Das darf man halt nicht. Deswegen so Golem-Zeug, das würde ich eher wahrscheinlich denen zuordnen und nicht den amerikanischen, also nordamerikanischen Ureinwohnern. Amerikanische Ureinwohner ist ja gar nicht spezifisch genug. Wobei, die anderen gibt's ja nicht mehr, oder? Gibt keine Inkas mehr und Mayas und... Wie heißt die eine Stadt? Ich glaube Peru? Machu Picchu? Diese super hohe Ruinenstadt? Bin ich sicher. Hallo Quex. Ich glaube, ich habe es endlich mal gelernt, wie man dich ausspricht. Nachdem ich Yellow ein paar Mal zugehört habe. Beleidigst du damit nicht vergangen, Steph? Wie, was? Spoiler-Button? Dave, das Tieferlegen noch eine Spoiler-Unterbodenbeleuchtung? Ja, genau. Ich mache mir jetzt Neonröhren an den Hintern. Das ist in Mittelamerika. Okay. Und was war dann in Peru? Da waren doch auch irgendwelche. Ein Großteil der nordamerikanischen Urkulturen ist vor der Ankunft der Siedler untergegangen. Wir wissen nicht sehr viel darüber. Ah ja. Peres weiß halt einfach wirklich alles. Oder ist wirklich sehr schnell im Googlen. Das wäre doch spannend, da ein Legends zu haben. Also nicht Legends Arceus, sondern Legends Kyurem. Ich glaube, Kyurem ist das Mittelding. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe bei Gen 5 nicht so viel gespielt. Warte mal, es gibt Zekrom. Ne, Dialga ist Gen 4. Ist Kyurem nicht das Mischding? Ach, ich habe doch keine Ahnung von Gen 5. Huch. Das klingt ja so. Das klingt so, als würde irgendwas ganz oben im Turm toben. Ich habe gewollt, kann töten sagen. Da tötet irgendwas. Lass mal hochklettern. Peru war Inka. Das hat man alles irgendwann mal, man hat es ja noch nicht mal gelernt, weil über generell amerikanische Geschichte lernt man gar nichts. Man spricht so mal eine halbe Geschichtsstunde an, ja, die hatten halt mal Bürgerkrieg. Irgendwie, ich weiß noch nicht mal in welchem Jahrhundert. Was, 1800 noch was? Ich habe keine Ahnung. Das sprichst du bei uns auch nicht an. Du machst, was habe ich in Geschichte gelernt in der Schule? Es hat angefangen mit, ich glaube, Römern. Dann... 6. Klasse ging mit Römern los. Da bin ich mir relativ sicher. Und dann 7., 8. Klasse. Ich weiß das nicht mal mehr. Was du nicht sagen. Und ab der 9. hast du sowieso nur noch Drittes Reich gemacht. Ersten Weltkrieg. Über den Ersten Weltkrieg weiß ich auch kaum was. Der wurde auch irgendwie in 2 Stunden durchgeprügelt. Und dann, bam, 2 Jahre lang Drittes Reich. Und was ist sonst in der Welt, ist so viel passiert? Das wäre vielleicht wichtig. Amerikanische Bürgerkrieg ist relativ wichtig, dann eben diese ganzen Ureinwohner von generell Amerika, von Nord- und Südamerika, du lernst nichts darüber. Gar nichts. Das Schulsystem hat versagt. Echt? Wir hatten im Ersten Weltkrieg ein halbes Jahr, ne? Den hatten wir, also lass es 3 Schulstunden gewesen sein. Also, oder maximal, maximal 2 Wochen. Wie viel Schulstunden machen, 2 Wochen hat. Aber länger war es nicht. Und ab dann war es nur Drittes Reich, Drittes Reich, Drittes Reich. Machtergreifung, etc. Wir sind auch ins KZ nach Dachau gefahren. Das weiß ich noch. Es war
heiß. Das war irgendwie, glaube ich, Monat bevor den Sommer wird. Das war bockheiß, ey. Deswegen, das war nicht so geil. Aber sonst, das war lehrreich. Das war, du hast halt wirklich die Wände gesehen. Also du hast wirklich gesehen, die Exekutionswand mit den Einschusslöchern auch und all das. Das war krass. Wenn du dir denkst, ich stehe gerade da, wo damals auch ein paar Menschen gestorben sind. Das ist schon, ja, ist ein bisschen ein bedrückendes Gefühl, aber es ist ja auch kein Fun-Ausflug. Ja. Geschichte. Peruka Inc. Ja. Okay, genau, hat man. Wahrscheinlich mehrere sogar. Wir reden von Jahrtausenden. Ah ja. Legend Celebi. Wäre ich dabei, wenn bitte aber Johto und Kanto dann zusammengenommen werden. Also ein Legends Gen 2 fände ich so gut. 1860 amerikanischer Bürgerkrieg? Ich habe keine Ahnung. Wir waren Dachau, bevor die Tür geklaut wurde. Stimmt, die Tür wurde geklaut. Wobei, die wird doch eigentlich regelmäßig geklaut. Ich war es auch nicht, die war da auch noch da. Dann, warte mal, wie alt war ich denn da? 14, 15 oder so? Das ist von meinem halben Leben, ist das her. Ich weiß mehr über die Geschichte Australiens wie über amerikanische Geschichte. Ich weiß, dass es mal die Emu-Wars gab. Also nicht Emo, sondern Emu. Aber auch nur wegen dem Oversimplified-Typen. Übrigens, Oversimplified auf YouTube. Sauguter Channel. Müsste halt ein bisschen Englisch können. Aber das ist echt gut. Dave! Ach, da oben. Die umgestützten Säulen hier können auch als Weg dienen. Also, ich folge dann mal Team Plasma. Danke für den Tipp. Oh, ich komme hier nicht durch. Ah ja. Got it. Fakt zum Bürgerkrieg. Herr Gatling wollte eine Waffe erschaffen, die so brutal ist, dass er die Gatling Gun erschaffen hat. Die erste Machine Gun mit einer Kurbel. Ach, guck an. Und die Emus haben gewonnen. Ja. Sonst muss ich euch nicht mehr bekämpfen. Ich bin ja mehr so Team Lass mal. Irgendwie überhaupt nicht, dass ich hochgeklettert bin. Okay, gut. Jules, der hat's auf Deutsch. Wer ist Jules? Und, also, ich guck keinen deutschen YouTuber. Das Problem an deutschen YouTubern ist nicht, dass sie schlecht sind, sondern ein Step. Einer. Holy shit. Die Informationen sind halt auf einer Sprache. Während halt englischer Content ein bisschen mehr Informationen in der Regel bietet, weil halt die Informationsvielfalt in der Weltsprache ein bisschen breit gefächert ist. Überlege, welchen deutschen YouTuber gucke ich? Ich gucke Vlesk, einen Streamer, dem seine YouTube-Videos gucke ich öfter mal. Ich mag die Among Us runden. Ich gucke Lenificate, der einzige Pokémon-YouTuber, den ich auf Deutsch gucke. Alle anderen, die ich gucke, sind englischsprachig. Was gucke ich denn sonst noch für deutsche Kanäle? Das Problem bei deutschen YouTubern, sagt der deutsche, ich bin Streamer, Moment. Ich lade das nur als VOD-Archiv auf YouTube. Das heißt nicht, dass ich ein YouTuber bin, Moment. Da möchte ich jetzt mal bitte ganz klar Stopp sagen. YouTube schlägt mir seit Jahren Basti GHG vor. Ich bin einfach nicht weggebannt. Ich kenne den Namen. Der war mal in irgendeinem Video von Vlesk mit dabei. Wenn es der ist, den ich denke, dann ist der eigentlich echt entspannt. Das ist der immer nur seine Minecraft-Duty. Ich gucke jetzt mal. Was wird mir vorgeschlagen, wenn ich YouTube öffne? So. Mir wird vorgeschlagen. Bonjour-Clips. Gut. Linus Tech-Tipps. Ha? MNJ-TV? Das englische Pokémon. Dr. House Clips. Guck mir gerne Clips von Dr. House und Breaking Bad an. Die anderen kenne ich nicht. Das andere ist Random Zeug. Aktualisiere nochmal. Irgendein Pokémon Topic. My Chemical Romance. Interessant, dass mir das vorgeschlagen wird. Dann sind die gleichen Videos nochmal. Was ist ein Schmeggy?
Ja, ich noch nie gehört, aber es geht um Dark Souls. Also Technik und Pokémon, aber halt alles Englisch. Bis auf. Ja. Vorgeschlagene Videos? Du hast deinen Verlauf noch an? Wie mein Verlauf noch an, hä? Deswegen streame ich meistens auf Englisch. Qualitätsmerkmal. Stream überhaupt mal wieder Ferros. Ich hab dich schon länger nicht mehr gesehen. So, der letzte Witz aus der. Ich weiß gar nicht mehr, was für eine Kategorie das war. Ich bin so gerührt, sprach der Teig. Wie hat Bond sein Martini nochmal? Die Funken geschüttelt, nicht gehört, ne? Arbeit, Stress, Zeit. Stream von der Arbeit, stream deine Arbeit. Hier, Coworking-Streams sind doch so ein Ding, ne? War einfach das. Spoiler, Plan ist nächste Woche ein neues Game. What? Krieg ich meine Punkte wieder? Nope. Man kann den YouTube-Verlauf abstellen, der Suchverlauf und andere Dinge. Ja, aber ich meine, wenn du YouTube einfach youtube.com eingibst, dann werden dir doch erstmal Videos vorgeschlagen. Die meine ich. Die sind ja anhand deines irgendwas. Und warum soll ich das abstellen? Weil dann kriege ich ja. Ich habe nicht gelesen, was ich bekommen habe. Dann kriege ich ja erst recht irgendeinen Mumpitz vorgeschlagen. So weiß YouTube wenigstens, was interessiert denen. Aber es ändert sich auch immer wieder. Das ist schon. Oh nein! Oh nein, nicht das Feature! Oh, das ist mir doch im Zentrum schon auf die Nerven gegangen. Schon zwei. Nein. Okay, das war gut. Und unten geht's dann weiter. Ich möchte das Item da oben erstmal haben. Ein Leuchtstein. Den brauchen wir nicht. Wir brauchen einen Finsterstein. Wenn ich das doch richtig im Kopf. Oder gucken wir mal. Ich glaube, mit einem Leuchtstein sollte sich nichts entwickeln lassen bei uns. Wo auch immer der. Also bei seiner Medizin, never mind. Hier nicht. Leuchtstein, diese besonders. Aber wir hatten schon mal einen. Okay. Du wirst doch nicht vorlesen. Er entwickelt nichts aus unserem Team. Doch ein Finsterstein. Unsere Laterne auf jeden Fall. Das darf ich aus Datenschutzgründen nicht. Das ist gleichzeitig ein Witz und keiner. Ja, ich weiß. Das war ja auch mein Gag. Aus der IT-Coworking-Streams machen ist ein bisschen schwierig. Wobei, wenn man nur dich sieht. Weil, ha, nee, das geht eigentlich mal. Du hast ja keine Cam. Besorg dir endlich eine Cam, verdammte Scheiße. Ist das ein Kopf oder ein sehr seltsames Blatt? Oder ein Fußabdruck? Was ist das? Oh. Ich speichere mal lieber. Ich weiß nämlich nicht, in welchem Levelbereich die Gegner sich befinden. Wenn ich von der Arbeit aus streamen würde, würde Dave zuschauen. Den ganzen Tag PCs zusammenbauen oder Vorteste. Ich würde wahrscheinlich einen Anfall kriegen und mir denken, ah, lass mich mal ran, das ist ja furchtbar. Ich glaube, es würde dem sogar gefallen. Immer wenn ich solche Videos gucke, wie andere Leute PCs zusammenbauen, denke ich mir, Alter, wieso kriege ich kein Geld dafür? Warum sind die alle immer so langsam? Sagt der Typ mit dem 4-Stunden-Video, wie er seinen Rechner zusammenbaut, aber ich habe halt auch einfach 70% der Zeit gelabert und Technik erklärt. So. Ah, Sandro ist der Arena-Leiter. Natürlich wusste ich das. Dave, ich werde sie aufhalten. Los, geh du voran. Geh du vor. Okay. Alles halb so wild. Aber mit so vielen von denen habe ich auch nicht gerechnet. Echt ätzend. Okay. Diese Nachricht hat mich völlig sinnloserweise 111 Bananen gekostet. Ich finde ja, durch das neue Nomadalax sollten es Melonen sein. Lernst, schreibt mir das bitte in den Feedback-Kanal im Discord. Schreibt mir das in den Feedback-Kanal bitte. Das ist eine gar nicht so dumme Idee. Wir dulden nicht, dass sich jemand uns in den Weg stellt. Ich komme schon zurecht. Aber die Zeit wird knapp. Ach du, ich hab Zeit.
Ist das etwa die Stärke eines Arena-Leiters? Diese Stärke kommt sie vielleicht sogar an die der sieben weißen Herren? Was mit dir? Wichtig, ich habe gegen einen Arena-Leiter verloren. Haha, ich noch nicht. Du hast keine Ahnung, was wir hier zu erreichen versuchen. Dennoch wagst du es, uns zu behindern? Dieses lästige Gör. Woher kommt nur diese Kraft, weiterzukämpfen? Bei dir oder bei den Gegnern? Seine Majestät ist bereits oben in der Turmspitze angekommen. Oho, hört, hört, seine Majestät. Und es gibt nichts, was du dagegen unternehmen kannst. Das wollen wir ja noch sehen. So, und das sind jetzt meine Gegner, nehme ich an. Wer ist vorne dran und bist du geheilt? Sieht gut aus. Haben wir eine P-Teile in dem Spiel? Ich weiß es nicht mehr. Feedback gesendet. Nice, danke. Dieser Sandro und dieser Charon beginnen schon ein wenig zu nerven. Meine YouTube-Empfehlungen sind gerade Analysen von Games, J-Pop-Art, Tipps und Art-Timelines. Und dumme Memes. Die dummen Meme-Kanäle sind irgendwie rausgeflogen bei mir. Ich baue einen PC in einer Stunde zusammen mit gutem Kabelmanagement. In meinen Top-Zeiten habe ich einen kompletten PC in einer halben Stunde gemacht mit Kabelmanagement. Und einen Server in einer Dreiviertelstunde. Wir sind leveltechnisch relativ gut aufgestellt, wenn die so bleiben. Aber es war halt auch mein Job. Ein Kunde hatte mal gefühlt 5 Millionen neue PCs für eine neue Abteilung gemacht. Und ich habe einfach tagelang nichts anderes gemacht, als Rechner zusammenzubauen. Reicht Rückkehr vielleicht sogar schon? Ah, nee, ist nicht Step, ne? Scheiße. Okay. Nevermind. Ah ja, gut, das ist ja auch dein Job, deswegen. Also Stunde ist schon gemütliches Zusammenbauen. Aber ich glaube, hab wahrscheinlich auch nicht die Massen. Wenn ein Kunde in der IT halt neue Rechner bestellt, dann müssen die auch relativ schnell da sein. Bei euch ist halt, ihr habt so einen konstanten Flow, ihr wisst, wie viel pro Tag im Schnitt sind. Entsprechend habt ihr ja auch da Mitarbeiter. Habt ihr dann nicht den Druck, denke ich mal. Was ja bei, oh, Kunde XY bestellt 20 neue Rechner. Bis morgen. Ja, danke. Ihr mich auch. Super, danke. Der war gut, Dave. Ich weiß es ja nicht. Ich stelle mir das halt so vor. Bei euch ist es halt Tagesgeschäft. Fun Fact. Sowohl Bananen als auch Melonen sind Beeren. Warum? Also, Melone sehe ich. Aber Banane? Bananen machen sofort Sinn. Aber Melonen? Nee, genau umgekehrt, finde ich. Wer sich gegen den Plasma stellt, hat keine Gnade zu erwarten. Gefühlt kommen so 80 rein, wir schicken die Hälfte raus, sind im Rückstand mit den Aufträgen. Nice, und dann staut sich's an. Dann habt ihr zu wenig Mitarbeiter. Oder zu schlechte. Keine Ahnung. Wenn Pegs eine Stunde braucht für den Rechner, würde ich ja rausschmeißen. Nein, Quatsch. Stunde für den Rechner, wenn der anständig gemacht ist, ist es ja gut. Wenn er dann auch noch verpackt wird. Bananenstau.de. Hallo Mods, könnt ihr mal bitte Lance bannen? Ein Quatsch. Oh Gott. Nein, der war nicht schlecht. Kommt auf den Rechner an. Die Server sind halt eklig. Vor allem diese dummen 1HE oder 2HE Dinger. Wenn 2HE geht. Das ist echt Platz. So ein 1HE-Server. Einfach. Oh, stimmt, du hast Moxie. Hallo, Neon. Wurde für. Ich kann diese. 600 Trillionen Sekunden. Dann lebst du wahrscheinlich noch nicht mal. Kannst du mir das mal in Tagen umrechnen? Oder bitte in Jahre. Mach's in Jahre. In Tage ist ja. Muss ja nochmal umgerechnet werden dann. Ich hab mich geheilt. Das wird dumm. Ich weiß ganz genau, was du dir denkst. Du bist hier, weil du dir einbildest, stark zu sein und mich besiegen zu können. Exakt das. Das hast du gut auf den Punkt gebracht. Bitte sag zum Schluss, Mist, du hattest recht. Warum habt ihr eigentlich alle nur ein Pokémon? So, Keks, zurück. Das war der mit der... Genau, der sich die Hose halten muss. Das sind exakt... Das sind immer noch sehr viele Jahre. Das... Akkurat umgerechnet? Nee, glaube ich nicht.
oder? Was bist du denn? Du bist Kampf und Licht? Nee. Was ist denn das? Mach einfach Rückkehr. Es sind auf jeden Fall sehr viele Jahre. Gegenstoß. Das könnte wehtun. Nö. Halt gar nicht. Wann entwickelt sich Niemandmon eigentlich? 38 schon. Ja, Moxie bringt halt einfach gar nichts. Das ist exakt. Echt? Doch, so viel? Holy crap. Um genau zu sein, 13.786 mal länger als die bisherige Lebensdauer unseres Universums. Ja gut, Lance, dann möchtest du so lange in den Timeout versetzt werden? Ich glaube, das geht noch nicht mal, so eine hohe Zahl für einen Timeout zu verwenden. Hör doch direkt drauf, ne? Warum mach ich so einen Mist? Tafelwasser. Wie viel muss ich überhaupt heilen? Oh, es geht perfekt auf. Salenza ist mit Heimat bis zum Kältetod des Universums. Ungefähr. Noch jemand. Wir gehen ja eher die AP bald aus. Wir existieren, um N, unseren Herrn und Meister, zu dienen. Ach stimmt, N war ja der Chef. Das war ja gar nicht so cool. Oh hey, sie haben mal zwei. Woohoo. Das heißt, du bist die Stellvertreterin vom Chef sogar. Gegner mit zwei Pokémon. Boah. Das ist heftig jetzt. Ja, machen wir einfach Rückkehr. Passt schon. Wir müssen so oder so zweimal angreifen immer. Ja. Folterknecht, Folterknecht, Folterknecht. Was war Folterknecht? War das? Ich kann nur noch. Ah, nicht zweimal hintereinander dieselbe Attacke einsetzen. Bedeutet das aber eigentlich auch bei Schauf. Blockiert es dann Schaufle? Das wäre doof. Komm, es ist immer noch sehr viel. Ihr habt halt hinten einen Ründungsfehler. Also okay, ersten drei schnellen Stimmen von daher in Ordnung. Ja, alles dahinter ist. Ich überlebe beides nicht. Komm, die Jahre möchte ich jetzt wenigstens. So, das sind 100. Das sind die Tausende. Millionen. Milliarden. 190 Trillionen, nee, Billionen Jahre, also Trillion Years, aber Billionen im Deutschen. Oder? Nee, eins. Okay, nochmal von vorne. 100.000 Milliarden. 1,9 Billiarden Jahre. Nee, nee, dann sagt es wieder 190 Billionen. Fehlt da eine Zahl? Und 6 Monate, die sind wichtig anscheinend. Noch Cleopatra, nö. Ja, Moxie. Das sollte jetzt auch nämlich direkt sterben mit einer Rückkehr. Mann. Wieso bist du denn schon wieder vor mir dran? Eine 1,9 deutsche Billiarden, englisch 1,9 Quadrillion, ja. Es ergibt auch mehr Sinn eigentlich, das englische Zählsystem. Bin ich ganz ehrlich. Da sind wir weird. Mit Billion, Billiarde, Trillion, Trilliarde, Quadrillion, Quadrilliarde. Warte mal, entweder war es die Quadrillion oder die Quadrilliarde. Ich glaube, die Quadrillion hatte 24 Nullen und die Quadrilliarde 27? Oder waren es 27 und 30? Ich glaube, 24 und 27. Du bist jetzt hier Stellvertreter mit 3, oder? Jetzt, da du die Drachenstiege erreicht hast, darfst du dich schon mal auf eine Niederlage gegen mich einstellen. Ich bin nämlich so in Fahrt, dass du nicht mal einen Hauch einer Chance hast. Mann. Dass ich nicht mal den Hauch einer Chance habe, das Zeug aus dem Auge zu kriegen. Oho, er ist wirklich 3. Komm mal ran hier. So, solange nicht jetzt hier. Was war das gerade? Nicht Verhöhner? Folterknecht. Folterknecht war gerade gemein. Aber dann, sobald ich einen raus habe, ist es danach einfach Superzahn. Superzahn ist gemein. Superzahn macht immer 50%
der aktuellen HP. Was natürlich dann, wenn der Gegner gerade noch Full Life ist oder nahezu Full Life, viel ist. Das ist gemein. Deswegen ein, zwei Superzahn, dann ein Hyperzahn und gut ist. Hoffentlich langsamer als ich, oder? Ja. Zeit für imperiale Maße. Dafür möchte ich dir am liebsten gerade timeouten. Imperiale Maße werden hier nicht verwendet in diesem Chat. Schon seit Jahrtausenden heißt es Blutzoll, nicht Blutmeter. Nicht Blutzentimeter, Blutzoll. Sagen, was ihr wollt. Das Inch. So. Lance. Dünnes Eis gerade. Oh nö, Bedroher. Sonst sind wir doch wieder noch plus 1. Oh. Wir waren so schon auf plus 2. Reicht ja trotzdem, ne? Ein Attack starker plus 1er Attack ist halt schon. Generell, alle physischen Angreifer mit Moxie, die mal so ein, zwei Gegner besiegt haben, sind schon böse. Wenn sie noch halbwegs schnell sind. Jetzt hat er eine Null, eine extra Null drin in seiner IP. Was? Achso, wegen der Zahl. Die Jahreszahl, ja. Haha! Item. Drachenzahn. Wir haben keine Drachen-Pokémon dabei, deswegen bringt uns nicht viel. Feros, warum ein großes T? Soll das für Trollt euch stehen? Bin ich gespannt, ob irgendjemand die Referenz versteht. Haben wir noch einen normalen Trank irgendwie? Nee? Also. Na gut. South Park, ja, hey! Gut, Yellow! Weil Tipp fällt ja danach nicht drüber.